Bewusstsein, dieses rote Bewusstsein ist das, was du bist. Das ist dieses Ich Bin. Und das kannst du nicht steigern. Da gibt es keine Quantitäten. Bewusstsein ist im Prinzip, wie ich immer wieder so schön sage, die Energie in der Einstein-Formel. In der ursprünglichen Einstein-Formel, E Quadrat ist M Quadrat mal C hoch 4. Diese absolute Ruheenergie, die vor der ausgedachten Energie steht, die kann weder vermehrt noch vernichtet werden. Also kannst du die auch nicht steigern. Du bist entweder Bewusstsein oder du bist keins. Du bist in dem Moment Bewusstsein, wo du in irgendeiner Form Wahrnehmungen erlebst. Der, der es erlebt, das ist Bewusstsein. Und Bewusstsein, das ist die 200 Gramm rote Gnede, die verändert sich nicht. Da kannst du eine 300 oder 400 Gramm rote Gnede in diesem Symbol draus machen. Ja? Jetzt lass mich ganz kurz reingrätschen, weil worum es mir nämlich geht, das, was ich jetzt, was du auch meinst, von Rot zu Rot, darum geht es mir im Kern eigentlich auch meiner Frage. Das heißt, die DMT-Erfahrung, die ich hier gemacht habe, ich habe damit ziemlich viel rumexperimentiert. Man kann das in vielen Stufen konsumieren. Und was da passiert, ist einfach halt, wie es fühlt sich an wie so ein Transmitter, als ob man in diesen roten Bereich gleitet. Es werden Informationen eingespielt ohne Worte. Ich muss da gleich, jetzt kretsch ich dir rein, du kannst nicht in etwas reingletschen, wo du bist. Darum sage ich, das ist alles sehr, sehr trügerisch. Du kannst nicht einen Zustand erreichen, der schon ist. Du kannst dich bloß wiedererinnern. Und da hilft eine Droge mit Sicherheit nicht dazu, weil dann kommt dieses, ich nenne das einmal das Geschwätz, das du jetzt äußerst als Figur. Du solltest auch beobachten, was du selber sprichst. Der zu werden, der was erlebt, musst du nicht, du bist derjenige, der etwas erlebt. Du erlebst ständig was, du erlebst einen ständigen Wechsel von Informationen. Das ganze Spiel, was man mit Drogen, wenn du Drogen lesen tust, ob das Castañedas ist, ob du das selber durchspielst. Ich habe noch keinen einzigen gefunden, der mit Drogen experimentiert hat, der wirklich in meinem Sinne wach geworden ist. Im Gegenteil, die treibt sich von einem Druckschluss in den nächsten rein und rein, wenn du dann siehst, in einem gewissen Punkt, die zugekifften, wie ich das immer wieder nenne, da gibt es keine Erweiterung. Ich kann dir Filme zeigen von indischen Gurus, die sich zumachen, die ständig unter Hasch stehen oder sonst was stehen. Es bleiben alles Figuren. Das heißt, die eigentliche Erkenntnis, dass du der bist, der immer ist, der das erlebt, ob du dich jetzt mit einem Gedanken von dir verwechselst, ob du dich mit einer Figur verwechselst oder nicht und das nur beobachtest, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Es ist letzten Endes so unendlich simpel und einfach, wenn du loslässt.